Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, wir haben hier noch immer sehr viele Untote. Die bewachen eine Tür. Wir sind auf Ebene 6. Hi. Ja. Wow, okay, das sind sehr viele Untote. Yes. You'll get a good shot with this. So, brennen wir die mal ein bisschen ab. Yes. Are in for a walloping. I have. That's it. So, ziehen uns mal ein bisschen zurück. Okay. Die Feuerwand ist weg. Und ein verirrter Geist. I'm here. Hallo, ist da jemand? Wobei den Gönner, ich kann nichts sehen. Ich bin hier. Ich kann mich selbst nicht hören. Wie soll ich ihm etwas mitteilen? Bitte, da gibt es nichts. Bitte, werde ich jemals wieder wegkommen? Du hörst ein verschlucktes Schluchzen. Zurück, geh nicht weiter. Die Götter können uns nicht erreichen. Ich habe es ihm gesagt, bitte lass mich raus. Ich habe es ihm gesagt, bitte lass mich Yes. raus. Der Weg nach vorne wird von drei großen, schweren Türen versperrt. Zwei großen, schweren Türen versperrt, also Türbögen wahrscheinlich. Im Bogen über den Türen befinden sich drei kleine runde Mulden, die von verblichenen Symbolen umgeben sind. In jeder der drei Mulden befand sich früher ein Objekt, jetzt aber sind alle drei leer. Den linken Socken untersuchen. Im Mittelpunkt der linken Mulde befindet sich die sterilisierte Abbildung eines Auges. Die Tür untersuchen, den mittleren Sockel. Im Mittelpunkt des mittleren Sockels befindet sich ein Kunstgravur eines Schwertes. Und der rechte Sockel. Im Mittelpunkt des rechten Sockels ist ein Hammer eingraviert. Die Tür versuchen zu öffnen. So sehr er auch an der Tür zieht, sie bewegt sich keinen Millimeter. Irgendwas stimmt nicht. Gut. Welch wunderbare Handwerkskunst. Ich glaube, dass das hier seit geraumer Zeit von jemandem geöffnet wurde. Hey, Level Up für Kanna. Okay, wir können eine neue Phrase. Eine Dreierphrase. Versteckt den Brandeffekt bei allen Waffen von Verbündeten. Sieben Mann beschritten das Deck. Verteidigung gegen gestreckt. Konzentration und 10 Schadensreduktion gegen Frost und Schock. Der Drache schlug um sich und heulte. Brand- und Hiebschaden für Feinde. Ja. Steigert die Abwehr aller Verbündeten im Wirkungsbereich. Na, nehmen wir den Drachen. Da müssen wir mal wieder unseren Gesang des Todes anpassen. Following your lead. Verringert die Nachteilzeit und erhöht die Geschwindigkeit von Fernangriffen, ja. Ja, ich glaube, das ersetzen wir dann durch den Drach.
Nein, nicht hier oben, hier unten. Durch den Drachen. Und dann noch das hinterher. So. I'm here. Das heißt, wenn wir durch die Tür wollen, brauchen wir die Questgegenstände. Also die hier. Also das ist das Schwert. Rot ist das Schwert, okay. Nice and quiet. Das heißt, wir gucken uns erst da oben um und dann auf der anderen Seite der Brücke. Und da werden wir nochmal eine Etage höher gehen und gucken, ob wir dort die Schatzkammer irgendwie aufgekriegt haben. Oder noch aufkriegen. Ready, Watcher. Got an arrow for this one. Okay. Wir sind echt immer sehr viele Untote hier. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der... Genau, der Sarg hat eine Falle. Über die Nische wurden einfache Hieroglyphen eingeritzt. So. Das hier ist Peridot-Aufseher-Siegel. Dieses Siegel scheint irgendwie Teil schon Ursprungs zu sein. Es handelt sich um ein kreisrundes Stück weißen Adra, das ein Peridot-Juwel umfasst. Auf der Rückseite ist ein Hammer eingraviert. Mhm. Das heißt, Hammer und Schwert haben wir schon mal. Jetzt müssen wir über die Brücke und gucken, was wir da finden. Oh, hier ist auch noch ein Raum. Oh, ein Dark Wolf. Mehrere Dark Wolves. Und eine Patrouille hier. Ich glaube, ich muss auch mal wieder mit Durins zaubern. Oh! 1500 Schaden. Löse die Wirkung beherrscht 15 Mal aus, um die nächste Stufe freizuschalten. Direktschaden, präzise plus 4. Autorität des Gräfen. Hm. How may I help? Und das kann ich hier einsetzen. Überwältigende Welle. Hm. Ah, da ist die Autorität des Gräfen. Anuf hat auch irgendwie interessante Sachen. Ja, ich habe hauptsächlich das. Zweite Chance. Hey. Edir kann das und Gaunt Schwur benutzen. Yes. Kanna kann Sonnenstrahl. Dreimal pro Ruhephase sollten wir vielleicht auch mal benutzen. Leiden unterdrücken. What? Was trinken Durins das dreimal? Ausdauer wiederherstellen kann.
How may I help? Und Alof ebenso. Okay. I'm here. Absolutely. Quietly now. Oh, ist das ja Goldrot-Mimien. Oh, der Ort sieht eigentlich aus, als ob hier eine Falle wäre. Aber hier sind nur wieder Horden von Untoten. Oh Gott, sogar zwei von denen diesmal. Der wiederum macht schön Schaden. Dieser Sarkophag wurde geplündert, sein Inhalt ist verschwunden. Das Skelett im Sarkophag ist so gut wie zerstört. Der Schädel wurde in mehrere Stücke zerschlagen. Wie schade, diese Dinge sollten doch irgendwo aufbewahrt werden. In der Bibliothek vielleicht, oder? In einer Gruft. Okay, hier ist sonst nichts mehr, denke ich mal. Das heißt, wir können nur noch über die Brücke. Und dann ist da wahrscheinlich noch, so wie es aussieht, noch ein Raum. Wie sieht es eigentlich so aus? Stufe 9, Stufe 9, 9, 8, 8, 8. Okay. About that. So, eine Falle. So, das Saphir-Aufseher-Siegel. Über die Nische wurde einfach Hieroglyphen eingeritzt. Oh. Hirbelt Schutzhaut, Expeditionstagebuch. Stichresistent, Sicherung und gut. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das hier hin verschieben. Seit deinem Expeditionstagebuch. Ich glaube nicht, dass wir diesen Ort jemals wieder verlassen werden. Ich frage mich, ob Merrick das noch tut. Jetzt sind es nur noch wir zwei, so wie damals, als alles begann. Und je länger wir bleiben, desto sicherer bin ich mir, dass es auch so enden wird. Wir sind im Jungdach nur mit Glück entkommen. Ich kann nicht umhin zu denken, dass er zu der Zeit einfach nicht hungrig genug gewesen ist. Ich könnte uns glücklich nennen, aber auf dem Weg nach oben müssen wir ja wieder an ihm vorbei. Ich habe Andras gefunden. Ich bezweifle, dass er nach dem Sturz noch lange lebte, aber er hat seine ganze Zeit genutzt. Aber er hat seine Zeit gut genutzt. Das gesamte Becken stank nach Mokaks Tränen. In seinen Giften fand der verlogene Bastard wahrlich Gefallen. Ah, also hat einer von denen aus der Expedition die Xaurib vergiftet. So, das Ding ist ein Schadensreduktion schlechter. Grundsätzlich hat aber mehr Stichschadensreduktion. Wandelt kräftige Treffer in normale Treffer um. Und dann kriegt das mal Sagani. Das passt nämlich auch irgendwie zum Aussehen zu hier. Ganz gut.
So. Das heißt, wir haben hier eigentlich alles aufgedeckt.